Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei Newcomer TV, dem Musikmagazin aus der Region. Heute möchte ich euch die Bands vorstellen, die wir bei der zweiten Newcomer TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße für euch aufgezeichnet haben. Und als erstes eine Künstlerin, eine junge Musikerin, die in Frankfurt wohnt, aber ihre Wurzeln musikalisch tief in Austin, Texas hat und dort auch ihre Kindheit verbracht hat und von der Musik dort geprägt wurde. Schon seit ihrem 8. Lebensjahr spielt sie Gitarre und ist mit eigenen Songs sozusagen im Familienkreis unterwegs gewesen. Daraus hat sich eine Passion entwickelt und nun gibt sie Konzerte mit einer eigenen Band und mit ihrer eigenen Musik. Sie hat Gesang studiert und ist eine umtriebige junge Frau und hatte Bock für uns auf der zweiten Newcomer TV-Nacht ein Konzert zu geben. Deswegen jetzt ein Riesenapplaus von euch für Dana Maria mit ihrer Band. Well, I'm whispering your name, and then I scream into the air. The wind blows wild. I'm learning it by heart, and then I'm trying to figure out what it's all about. And I'm doing a trip down memory lane. Over and over. Hier neben mir Dana Maria, hallo. Hallihallo. Ja. Wie geht es dir zurzeit oder wie geht es euch als Band zur Zeit der Pandemie? Ja, wieder ein bisschen bergauf. Es war zwischenzeitlich schon sehr komisch. Wir können natürlich nach wie vor nicht wirklich live spielen. Also ich bin auch immer ganz dankbar jetzt für so ein paar Gelegenheiten, ja, dass man dann doch wieder auf der Bühne stehen kann. An sich konnte ich die Zeit ganz gut nutzen zum Songwriting, ein bisschen ja, kreativ zu arbeiten. Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber du bist eigentlich seit deinem 8. Lebensjahr als Singer-Songwriterin mit Akustikgitarre unterwegs. Der genau, Papa hat dir die erste Gitarre geschnitzt, sozusagen. Ich meine, für dich, ich habe letztens auch Leute bei uns auf der Bergerstraße, die haben aus dem ersten Stock ihrer Wohnung ein kleines Konzert gegeben. Also als Singer-Songwriterin hat man dann natürlich noch ein bisschen
mehr Möglichkeiten zu spielen als mit einer kompletten Band, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade in meinem Fall, ich spiele Gitarre und kann im Zweifelsfall auch alleine mehr oder weniger mich begleiten und singen und spielen. Das ist vielleicht bei anderen auch ein bisschen anders. Ja, und wie gesagt, gerade als Songwriter kann man die Zeit dann doch nutzen, die man so ja, hat, um einfach ein bisschen zu schreiben und ein bisschen zu arbeiten. Das geht dann schon, aber klar. Feeling old like 100 years. You're feeling strong like a giant tree. But soon you're a lily of the valley. Swallow your pride, you might get broken. You're still a soul to me, I swear. I miss your laughter, you fool yourself. So don't believe in your illusions. I can't do more, I can't go further on. So you're sitting there. Vor allen Dingen das Tolle ist ja, also wenn euch da draußen diese Musik gefällt von Dana Maria und ihrer Band, dann könnt ihr das auch auf den normalen Plattformen, wo man Musik hört, weil du hast ein oder zwei Alben schon raus. Ich hab eine EP draußen, also so ein kurzes, nicht EP. Ganz ein Album, genau, eine EP. Eine und Doppelsingle. Ja, wenn man so will. Und ich bringe mein erstes Album diesen Herbst raus tatsächlich. Also ihr seid gerade im Studio am Arbeiten? Ja, wir sind eigentlich fertig, genau. Die erste Single kommt tatsächlich übermorgen raus, also am Freitag. Das ist doch geil, dann sind wir ja total hart am Beat genau, mit dieser Sendung. Ja, total. Was shot down in the open.
Und die zweite Band, die ich euch heute vorstellen möchte in dieser wunderbaren, kleinen, schnuckeligen Sendung, ist Count Basie, eine junge Jazz-Fusion-Formation aus dem Rottgau. Lauter junge Menschen, die dort zusammengekommen sind in dieser Band, um miteinander Musik zu machen. Sie haben sich in der Jazzszene Frankfurt kennengelernt und sind auch Preisträger vom Landes- und Bundeswettbewerb Jugend Jazz. Deswegen jetzt ein Riesenapplaus von euch und ein spannendes Konzert für euch von Count Basie. Und neben mir ist der wunderbare Nico und der fantastische Joshua von Count Basie. Willkommen an Bord. Hallo. Wie ist das für euch im Augenblick? Ich meine, ihr seid jung, ihr seid wild, ihr wollt nach vorne weiterkommen. Im Grunde genommen steht ihr seit 1 bis 2 Jahren mit dieser Band in den Startschuhen. Es wird immer besser, immer mehr Publikum wird auf euch aufmerksam. Und jetzt, im März kam Corona und alles ist dicht. Ihr seid irgendwie an die Wand geklatscht wie eine dumme Stubenfliege. Wie geht's euch dabei? Natürlich regt das in gewisser Weise einfach nur auf. Und ich glaube, wir alle vermissen auf jeden Fall was, also live spielen. Und wir haben lange Zeit nicht geprobt. Ich glaube, dass es jetzt nicht wirklich an Corona lag, aber jeder war einfach so ein bisschen flach und keine Ahnung, die Situation war einfach scheiße. Und cool, dass wir heute hier sind. Und das ist so die erste Show, die wir seit langem wieder so spielen, also seit Anfang des Jahres.
auch so einen Manager mittlerweile schon oder so eine Sekretärin, die, Nico, du hast aber wieder eine Probe für ein Blasorchester oder so oder irgendwie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder machst du das alles selbst? Das läuft natürlich noch alles selbst. Also ich glaube, wenn man das auch abgibt, geht da so ein bisschen, ja, was flöten. Wie ist denn das für dich, Joshua? Jetzt zu Zeiten von Corona, ich meine, klar, man kann sich selbst, so sage ich jetzt mal, den einsamen Klavierspieler zu Hause am Fenster geben und das füllt einen vielleicht auch aus, aber wie ist das, was fehlt dir was irgendwie da jetzt auch? Weißt du, dass mein Klavier direkt vor meinem Fenster steht? Oder so schätze ich, also ich würde es da hinstellen und immer rausgucken. Ja, genauso ist es auch. Ja? Nee, wirklich. Also ich meine, ich habe ohne die ganzen Bandproben und so war ich halt gezwungen dazu, solo alles zu machen. Und auch der Klavierunterricht läuft dann quasi, du kannst nicht mit deinem Lehrer spielen, stimmt, du musst dann immer alleine vorspielen. Ja. Und dann hat man auf einmal voll viel Übung darin, halt Solo-Piano zu spielen. Und das war dann auch irgendwie das Thema vom Semester und keine Ahnung. Dann hat man halt jeden Standard oder einen neuen Song, den man lernt, einfach mal so ein bisschen ausgecheckt, alleine zu spielen. Aber das bringt halt auch weiter. Komponierst du auch selber? Also kriegst du unter diesem Druck, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, auch schöne Ideen für tolle Lieder? Ich komponiere auch aktuell nicht viel, aber ich habe zum Beispiel ein paar für Count Basie geschrieben. Die spielen wir auch heute alle, oder? Fast alle. Aber ich produziere noch Hip-Hop-Beats. So. Ah, also für irgendwelche Jungs, die sagen, ey, ich habe einen tollen Reim, kannst du mir genau. Oder schreibst du auch selber Texte? Nee, ich rappe nicht, aber letztens war zum Beispiel ein Rapper da, der hat dann einen Text geschrieben und dann geht es so relativ easy. Und ja, das ist so meine Art zu komponieren momentan oder halt Samples flippen, sowas. Aber ich sollte mal wieder was komponieren, also... Thank you.
Also ich bin total begeistert von den Jungs von Count Basie und natürlich auch von Dana Maria und ihrer Band. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächste Sendung von Newcomer TV. Nämlich dort werden wir euch die zwei weiteren Bands von der zweiten Newcomer TV-Nacht aus der Musikhalle Portstraße vorstellen. Tschüss für heute Abend, macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund. Bis bald, euer Seppel und der unglaubliche Jochen von Newcomer TV.